Willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Wir befinden uns hier immer noch in der Fabrikanlage der FEMA, der Regierungstruppen, und werden uns jetzt mal etwas umschauen. Ich würde gerne nach dort unten, aber zuerst einmal kommen wir dort irgendwie... Das ist ein Geschütz, sieht man ja auch unten auf der Karte, was uns sicherlich gleich ordentlich etwas draufgeben möchte, aber wir haben hier unseren tollen Raketenwerfer, mit dem wir auch ein wenig draufgeben können. Wie ziele ich denn damit? Ah! Ah, ja. Wie hocke ich denn jetzt? Den machen wir doch aber mit unserem Raketenwerfer mal klein, damit ich den auch mal ausprobiert habe. Cool. Schick. Das war Spaß. Wo geht's hier hin? Hier geht's runter. Hier geht's ganz schön tief weiter runter. Das möchte ich noch nicht. Ich möchte ja erst einmal hier runterschauen, wo ich gerade... War hier irgendwas? Nö. Die Geschützanlage ausgeschaltet habe. Oder ist das hier der Aufgang? Naja, werden wir gleich sehen. Ach so. Schade, ich kann ihn aber nicht mitnehmen oder plündern. Aber hier liegt noch etwas und hier ist Weg. Ach, hier können wir uns wieder langschleichen. Und wo geht's hier hin? Oh. Da schauen wir dann auch mal gleich vorbei. Ich möchte aber erstmal hier diese... Ja, weiß ich nicht, Büros oder was das sind? Mal ausplündern. Okay, das sieht nicht nach einem Büro aus. Energieriegel. Das sieht eher nach Verhandlungs... nicht Verhandlungsverhörzimmer aus. Rex 84. Operative Feldnotizen. Empfehlung zur Operation Schrebergarten. Ja. Ergänzung der operativen Ergebnisse von COG Rex 84 Alpha Explan. Siehe Bürgerkriegsdirektive 55.2 des Verteidigungsministeriums. Operation Schrebergarten. Hinsichtlich der breit gefächerten Niederschlagung bzw. Verhaftung, Internierung von Zivilisten im Zuge nationaler Krisen. Funktion. Bei der Niederschlagung von Aufständen im Falle ungesetzlicher Versammlungen oder Revolten gegen die Regierung der Vereinigten Staaten ist die Wiederherstellung der Ordnung im Rahmen der normalen gesetzlichen Bestimmung nicht praktikabel. Aha. Truppeneinsatz. Einheiten der örtlichen Polizei bzw. State Police, der Armee und in unterstützender Funktion der Air National Guard unter staatlicher Aufsicht, verschiedene bundesstaatliche Exekutivorgane sowie bundesstaatliche Streitkräfte der Armee und in unterstützender Funktion der Air National Guard. Die Mindesttruppenstärke im Großraum Detroit liegt bei 5.000 bis maximal 12.000 Mann, basierend auf der Durchführungsverordnung bezüglich des Einsatzes der genannten Einheiten. Und das hier... Ja, von dem haben wir ja auch schon gehört, glaube ich. Es ist also nicht sinnvoll, die Ordnung wieder aufrechtzuerhalten, beziehungsweise aufrechtzubauen. Das ist ja... Ist dahinter was? Nö. Aber hier ist Geld. Na, Geld nehmen wir doch mit. Hier sind überall Türen. Das ist nicht so schön. Ich will ja alles sehen, alles mitnehmen. Das heißt, ich muss hier wieder Tausende... Ja, komm, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Ruhe. Die sind ja auch alle irgendwie gleich aufgebaut. Gut, klar, das ist ja ein Sicherheitssystem. Da macht es natürlich Sinn, dass das gleich aussieht. Und da sind wir auch schon durch und haben unseren Stoppwurm zurück. Oh, wir haben nur noch 3 Stoppwürmer, wie ich gerade sehe. Ich benutze die hier so freizügig.
Hier haben wir noch ein E-Book. Noch irgendwas? Eine Koalition für die Freiheit. Die globale Verantwortung der UN. In Zeiten, in denen der Terrorismus ein Mittel geopolitischer Veränderung ist und keine Nation nachhaltig für die Sicherheit ihrer Bürger und die Einhaltung der Gesetze bürgen kann, stellt sich die Frage, ob nicht die Vereinten Nationen vortreten und diese Verantwortung übernehmen sollen. Was wir in diesen unsicheren Zeiten brauchen, ist ein von der Industrie unabhängiges Gremium, das Grenz- und regierungsübergreifende Entscheidungen trifft. Angesichts der wachsenden Gewaltbereitschaft von Fanatikern und Kriminellen ist die Notwendigkeit einer derartigen Organisation unbestritten. Vor diesem Hintergrund wird die UNO bereits eine Evaluationsstudie zur Bildung einer länderübergreifenden Anti-Terror-Einheit in Auftrag geben. Die Freiheiten, die wir für selbstverständlich erachten, sind in Gefahr. Und wenn sie niemand verteidigt, werden wir sie verlieren. Genau, mehr Überwachung. Yay, Überwachung. Wobei das vielleicht gar nicht so das. In dem Fall ist das da so nicht so schlecht. So regierungsübergreifend und ohne dass die Länder direkt da drin rumforschen können, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, jetzt ist ja gut, Kamera. Sich jetzt auch mal beruhigen. Oh. Revolvermunition. Denn das Problem ist ja, wenn Regierungen anfangen, damit reinzufuschen, die dann ihre eigenen Ideale da irgendwie mit durchsetzen wollen, ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Ordnung. Neue Adex-Liste. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die folgenden Namen der aktuellen ADEX-Liste hinzugefügt wurden. Im Falle der Ausrufung des Kriegsrechts sind alle genannten Personen zu verhaften und das in das nächstgelegene Internierungslager zu bringen. So, ich lese jetzt die Namen mal nicht vor, aber wir kennen keinen davon. Nee. Es wäre interessant gewesen, wenn da jetzt irgendwie David Zaref oder Adam Jensen gestanden hätte. Natürlich liegt hier überall Munition rum. In diesen Verhörräumen. Und ich fange jetzt einfach mal hier an. Hier muss ich nichts hacken. Oh. Ich suche mir genau den richtigen Ort aus zum Anfang. Na gut. Wir haben diesen Weg gewählt, also werden wir diesen auch nehmen. Toll, hier komme ich nicht lang. Also wenn man hier auf den Stealth-Weg macht, sollte man auf jeden Fall Stärke wählen, damit man diese ganzen Container hin und her schieben kann. Sonst hat man ja immer wieder das Problem, dass man irgendwo nicht durchkommt. Oh, gut, wir gehen zurück. Hier sind Soldaten. Krass, dass ich jetzt schon richtig bin. Ach, jetzt beruhig dich. Dann war da noch eine Tür und da war auch noch eine Tür. Nehmen wir erstmal diese dann. Oh, das ist Stufe 3. Wo war denn Hacken da? Ich bin total verwirrt. Und dann hacken wir uns mal frisch fröhlich hier durch die Gegend. Und da ist er der Meinung, uns schon entdeckt zu haben, aber das ist gar kein Problem. Zugriff gewährt. Und wir haben ein neues Nuke-Virus. Hallo? Ist hier jemand? Okay, da oben ging es also ganz woanders hin, wie es scheint? Nee. Jensen! Die überwachte Frequenz war gerade kurzzeitig aktiv. Ich vermute, die Typen wollen abziehen. Ja, das Gefühl habe ich auch schon langsam. Irgendeine Idee, was dahinter steckt. Sie benutzen einen Code, aber so wie ich das sehe, ist der Anführer immer noch ein Stockwerk unter ihnen. Gute Arbeit, Pritchard. Ich suche ihn. Alle Wege führen hier in die richtige Richtung.
dann hier rein. Was haben wir hier? Ein PDA. Neue Zugangsdaten. Elias, kaum zu glauben, dass schon wieder 6 Monate vorbei sind. Es wird Zeit, Ihre Computercode zu ändern. Hier sind Ihre neuen Zugangsdaten. Vergessen Sie nicht, diese Mail nach dem Lesen zu löschen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es nicht getan. Zum Glück tut das niemand. Jedenfalls keine der wichtigen Personen. Gut, für uns wäre das auch nicht so wichtig. Wir können ja alles hacken hier. So, das sieht sehr skurril aus, der Weg hier. Da lang. Dahin. Ups, den juke ich gerade. Naja, egal, wir haben genügend Jugendwürmer. Und wo wir gerade davon reden. So. Und hoch. Zugriff gewährt. Den Stoppwurm haben wir wieder, das ist sehr schön. Den Juke-Virus, naja, egal. Phase 2, Zwischenbericht. Elias, ich habe Ihren Zwischenbericht über die zweite Bauphase der Anlage gelesen. Können wir jetzt im dritten Quartal 2028 mit dem Bezug des Gebäudes beginnen oder nicht? In Kaserne 8 und Zellenblock 22 scheint es Verzögerungen zu geben. Und das, obwohl beide Bereiche als Voraussetzung für den Abschluss der zweiten Bauphase definiert wurden. Mir ist klar, dass die zeitweilige Evakuierung aller Mitarbeiter angesichts der besonderen Umstände, auf die wir keinen Einfluss hatten, für die Verzögerung verantwortlich ist. Aber wenn ich Mr. Shears Büro um eine Budgeterhöhung bitten soll, brauche ich eine plausible Erklärung. Leiter Phase 2. Sprachregelung. Wichtiger Hinweis zum mündlichen bzw. schriftlichen Verweisen auf Rex 84. Ab sofort darf der Begriff Operation Nachzug weder im Außendienst noch im offiziellen Schreiben wie E-Mails oder Memos verwendet werden. Nachzug klingt schon wieder ein bisschen besser als Schrebergarten. Bitte beachten Sie, dass unser neues Programm Rex 84 Charlie allein der Festnahme von Mitgliedern separatistischer Terrororganisationen, Terrorgruppen und anderer verfassungsfeindlicher Vereinigungen in den Staaten Utah, Texas und Kalifornien dient. Der Deckname Nachzug wird mit sofortiger Wirkung durch Operation Kriegsfahrt ersetzt. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen. Und Kriegsfahrt ist doch erst recht ein schöner Operationsname. Memo. Okay. Ich bitte Sie zu beachten, dass die Sektion 46 stationiert, dass die in Sektion 46 stationierte NOSCOM-Division seit der kürzlichen Sicherheitslücke in Lansing sämtliche FEMA-Operationen in den Staaten Michigan und Pennsylvania überwacht. Sämtliche Transporte und Untersuchungen bedürfen der Freigabe des Büros der gemeinsamen Einsatzverbände. Die Befehlsgewalt aller anderen Sektoren bleibt davon unangetastet. Wir bitten um möglichst zeitnahe Einreichung Ihrer Einsatzberichte. Also die haben ja ordentlich viel zu tun und zu überwachen, wie es scheint. Und ein Sicherheitshub. Da können wir vermutlich wieder nur Kameras und dergleichen. Ach du meine Güte. Wichtig sind 3 Punkte. Gut. Ach so, ja, ja. Alles kein Problem. Nein, da ist noch einer. Fast übersehen. Zugriff gewährt. Nein, na egal. Der eine wird jetzt auch nichts. Kann ich die ausmachen? Ja, so. Der eine Knoten wird da jetzt auch nicht irgendwie 1 Million Credits enthalten haben. Ach, hier waren wir schon. Sichtbar an der Leiche. Wir haben keinen Platz. Wieso haben wir keinen Platz? Oh, ich sehe, warum wir keinen Platz haben. Schön. Und das kriegen wir auch nicht hin, wenn wir unser Inventar uns mal anschauen. Da kriegen wir nichts mehr unter. Und jetzt geht es zurück.
Ich möchte jetzt schauen, wo es oben hingeht. Da war ja noch diese eine Treppe. Das mache ich noch in dieser Folge, sofern das jetzt nicht super abstruse Wege offenbart. Ja. Gut. Das hat auf jeden Fall keinen super abstrusen Weg offenbart. Und in der nächsten Folge möchte ich erstmal schauen, wo es dort hinten nochmal genau lang geht, bevor wir uns dem richtigen Weg widmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!